Das Basislager für die nächsten 7 Tage ist Kochem an der Mosel und wir residieren in der alten Torschenke, eines der 3 ältesten noch erhaltenen Gebäude des Ortes. Hier wohnen wir, das ist die alte Torschenke, mehrere hundert Jahre alt. So knarzt es auch. Hunger! Natürlich knarzt es an allen Enden, da die Torschenke über 700 Jahre alt ist und gleich neben dem prächtig erhaltenen Endertor angebaut ist. Das Endertor ist ein Teil der Stadtmauer, die den kompletten Stadtkern umgibt. Enge Gassen führen durch den nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebauten Turm der Martinskirche zum Zentrum, dem Marktplatz. Hinter dem Martinsbrunnen finden sich schöne alte Fachwerkbauten. Eines dieser Häuser hat ein 24-teiliges Glockenspiel. In dieser schönen Umgebung gönnen wir uns am Rathauscafé eine kleine Verschnaufpause. Es gibt Flammkuchen mit Moselriesling. Eine Zierde für die Stadt sind auch das 1740 im Barockstil erbaute Rathaus, der Marktplatz mit Martinsbrunnen und die alten mit Moselschiefer gedeckten Fachwerkgiebelhäuser in den engen bergigen Gassen. Vom Marktplatz führt der Weg hinauf zum Burgberg. Hier entdecken wir das älteste Restaurant Kochems, zum Stüfje. In den nächsten Tagen werden wir Gelegenheit haben, die Küche hier zu testen. Die Speisekarte verspricht auch einen echten Gaumenschmaus. Weiter schlendern wir durch die kleinen Gassen. Was gibt es noch zu entdecken? Wir finden ein Weingeschäft des Winzergutes Oster von Ediger Eller. Zum ersten Mal kommen wir in den Genuss eines steillagen Rieslings. Eines der Gewächse stammt vom Kalmot, dem steilsten Weinberg Europas. Nicht für umsonst wird er auch als Klettersteig bezeichnet. Da, der 76er, die ist auf einmal Jahrhundert Jahre alt. Weil er hat zu wenig Säure, der nach 2-3 Jahren wieder weg. In der 75er hat er genug Säure. Verlässt man die Altstadt und wendet sich der Moselpromenade zu, erhascht man immer wieder Blicke auf die fast 1000 Jahre alte Reichsburg zu Kochem, die hoch auf einen kleinen Hügel thront, eigentlich kaum zu übersehen. Die Burg kommt aber erst später an die Reihe. Jetzt genießen wir von der Moselbrücke den Blick auf die Schiffe, den Fluss und das untergehende Licht. Wir ahnten noch nicht, dass das Wetter des Abends uns auch noch am kommenden Tag oft begleiten wird. Für unseren heutigen Ausflug ist das Wetter alles andere als gut. Wir wollen mit dem Schiff nach Beilstein, keine 10 Kilometer entfernt. Wir brauchen eine ganze Stunde, da wir einen Schleusengang auf dem Weg dorthin haben. Und das schluckt Zeit. Unterwegs betrachten wir die steilen Weinberge. Wie viel Arbeit steckt wohl in einer Flasche Wein? Alles reine Handarbeit und keine Vollernte. Bei Sonne schon eine Tortur, aber genauso bei Regen. Kurz vor Beilstein geht es dann in die Schleuse. Mehrere Meter werden wir angehoben und es geht auch ziemlich schnell. Je näher wir Beilstein kommen,
desto fantastischer wird das Wetter. Das kennen wir. Wo wir sind, regnet es öfter. Wir sind gewappnet. Alles Notwendige ist im Rucksack. Allerdings auf einen Wolkenbruch waren wir nun wirklich nicht eingestellt. Der Sonnenschirm, unter dem wir jetzt stehen, hält nicht mehr lange durch. Und unsere Rettung ist ein kleines Café. Hier werden wir warten, denn es kann nur noch besser werden. Die Menschen an der Mosel sagen, dass es bei ihnen oft und heftig regnet, aber auch schnell wieder vergeht. Oh, der Regen ist vorbei und selbst die Sonne kommt schon wieder heraus. Das 700 Jahre alte Beilstein zählt mit zu den schönsten Orten an der Mosel. Es wird auch das Dornröschen der Mosel genannt. Die Altstadt, ehedem umschlossen von der ab 1310 errichteten Stadtmauer, gibt auch heute noch durch zahlreiche historische Bauten einen Einblick in eine mittelalterliche Stadt. In der ehemaligen Synagoge ist heute das Stadtmuseum untergebracht. Beweg dich! Sonst denken alles wie ein Bild. Wir haben jetzt wieder strahlenden Sonnenschein. Es ist sehr warm und ungeheuer schwül. Die Burg Metternich ist heute eine Ruine auf einen Bergsporn in 150 Meter Höhe. Beim Aufstieg haben wir immer wieder einen weiten Blick auf die Weinberge rund um Beilstein. Schöne Wanderwege ziehen durch die mit Reben bewachsenen Hänge. Die aus dem 13. Jahrhundert stammende Burg konnte selbst den 30-jährigen Krieg samt Belagerung gut überstehen. Im 17. Jahrhundert wurde allerdings die Burg von französischen Truppen im Pfälzer Erbfolgekrieg zerstört und nicht wieder aufgebaut. Während des Aufstiegs haben wir eine kleine Pension mit Gartenlokal entdeckt. Wir wollen den Beilsteiner Tropfen probieren. Ja, das ist ein Elbling. Den Elbling haben wir in Dresden und in Meißen probiert. Ist eigentlich ein typischer Wein für die Gegend. Und da haben wir uns gewundert, dass wir hier an der Mosel, die eine ganz alte Weinsorte und keine gekreuzte, sondern eine echte Weinsorte, dass wir diesen Elbling hier finden. Und er ist sehr trocken ausgebaut, aber schmeckt. Prösterchen. Die Verkostung besteht aus 5 Proben, die wir uns teilen. Dazu gibt es noch ein lecker Schmalzbrot. Über den historischen Marktplatz am Zehnthaus, so etwas wie das heutige Finanzamt, geht es wieder zum Moselufer. Mit dem letzten Schiff geht es wieder zurück. Wenn wir Glück haben, können wir vielleicht draußen an Deck sitzen und die warme Sonne noch etwas genießen. Genug geregnet hat es ja für heute.
es wahrscheinlich in aller Ruhe. Zum Abschluss des Tages laufen wir zur Reichsburg und genießen von oben den Blick auf Cochem. Besuchen werden wir die Burg später. Von Cochem fahren wir bis nach Brem. Hoch über der Mosel laufen wir auf dem Kalmonder Höhenweg bis zum Gipfelkreuz. Der Wind bläst hier oben gewaltig über die Felder. Zum Glück haben wir genug Warmes im Rucksack und das ziehen wir auch alles an. Die Landschaft erhält ihren typischen Charakter durch die steilen Hänge des Kalmons und der Klosterkirche Stuben auf dem Petersberg. Der Bremer Kalmond mit den knapp 400 Metern Höhe und ca. 65% Steigung ist die steilste Weinbergslage Europas. Brem mit seinen 850 Einwohnern liegt an der wohl bekanntesten und schönsten Moselschleifen im Herzen der Kalmond-Region. Und nun geht's weiter. Wir sind in Elkirch. Dieser Ort soll ein Schmuckstück sein, mit Fachwerk, Giebeln, romantischen Plätzen, engen Gassen und historischen Weinhöfen. Nur gefunden für unseren hungrigen Magen haben wir hier rein gar nichts. Alles hatte geschlossen und der Ort wirkte wie ausgestorben. Auf nach Traben-Trarbach. Die erste Jugendstiladresse und das Juwel an der Mosel. Wir konzentrieren uns auf Traben. Über die Moselbrücke geht es rechts zum Loretta-Haus und links zum alten historischen Postamt. Rechter Hand liegt das Moselschlösschen, das gerade im Umbau ist. Wir biegen in Richtung Marktplatz ein und dem Moselufer, immer auf der Suche nach einem gemütlichen kleinen Weinlokal. Leider hat alles geschlossen, Öffnungszeit 17 Uhr, für Tagesgäste enttäuschend. Als dann noch der Regen einsetzt, ergattern wir den letzten freien Sitz in der Weinstube Aacher Hof. Das Speiseangebot war alles andere als einladend. Ein Winzer sollte einst drei seiner besten Weine zur Verkostung bereitstellen. Er konnte sich nicht entscheiden. Seine schwarze Katze sprang auf ein Holzfass und fauchte. Der Winzer nahm auch eine Postprobe aus diesem Fass mit. So war eine der berühmtesten Weinlagen, die Zeller Schwarze Katz, geboren. Die Reichsburg ist das Wahrzeichen der Stadt Cochem und thront auf einem ca. 160 Meter hohen Hügel. Die Anlage, im Mittelalter eine Zollburg, ist etwa 1000 Jahre alt. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde im 17. Jahrhundert von französischen Truppen die Burg in Brand gesetzt und gesprengt. Der Berliner Kommerzienrat Louis Ravenet kaufte die Ruine im September 1868 für nur 300 Goldmark. Ravenet hatte mit Eisenbahngeschäften ein ungeheures Vermögen erwirtschaftet. Noch ahnte er nicht, dass fast sein ganzes Vermögen für den Wiederaufbau eingesetzt werden musste. Nach seinem Tod führte sein Sohn die Geschäfte fort, musste aber die Burg verkaufen. 1978 kaufte Cochem die Anlage für knapp 700.000 Mark dem Land Rheinland-Pfalz ab. Der Adler war das Wappen der deutschen Könige und immer dann, wenn der deutsche König auch König von Rom und Italien war, bekam der Adler zwei Köpfe. Dann gehen wir zur rechten Tür. We go to the door at the right side. Ist wieder eine andere Decke. Und so hat hier jedes Zimmer seine eigene Decke. Ist ja
If you can read it, she's a mentor. Ah, she's kind of a one. Der hat um die 200 Kilo gewogen. Wenn Rabiné hier gesessen mit seinen Freunden, haben über die Jagd geredet und damals auch einen guten getrunken. Danach musste man durch diese Tür. Die Tür war zu, aber das war kein Problem. Die Gäste kamen an die Tür rein und gingen dann die Treppe hoch zum Rittersaal. An den zwei Kleinen können Sie sehen, dass die Leute damals zu 1,50 Meter, 1,60 Meter groß waren. Und aus der Bewegung, das Hochtun vom Visier, ist der militärische Gruß entstanden, den wir jetzt noch immer weltweit führen. Dadurch war diese Burg auch mehrere hundert Jahre eine Zollburg. Der Balkon ist 100 Meter überhalb die Mosel. Du hast jetzt die einmalige Chance, was zu sagen. Als wir hierher gekommen sind, hatten wir 31 Grad vor 3 Tagen. Jetzt am Mittwoch haben wir 16 Grad. Wir haben jeden Tag Regen. Und eigentlich wollten wir eines der schönsten Rundwanderwege in Deutschland machen, zur Burg Pyrmont. Das geht natürlich nicht. Vielleicht doch noch. Und jetzt machen wir die Burg Elz. Gucken wir mal, ob wir sie finden. Ich gehe schon mal, ne? Komm. Ja, mit dem Wetter ist es so eine Sache. Wir machen das Beste draus. Normalerweise befinden sich Burgen oben auf einem Hügel. Die Burg Elz liegt aber unten im Tal. Das heißt, wir müssen unaufhörlich absteigen. Dies bedeutet, wir müssen auch wieder hinauf. Und dies bei einer Luftfeuchte, die zum Keuchen zwingt. Deshalb läuft Klaus schimpfend im gebührenden Abstand hinter mir her. Ich hoffe nur, dass er nicht das Handtuch schmeißt. Ich muss ihn unbedingt bei guter Laune halten. Versteckt im Grün des Elsbachtales ragen die Mauern von Burg Elz auf. Die deutsche Musterburg, die nie zerstört wurde und viele Jahre den 500 DM-Schein zierte. Entspricht zwar der romantischen Vorstellung einer mittelalterlichen Burg, ist aber vor allem in ihrer Baugeschichte nicht unbedingt typisch. Ungewöhnlich an der Geschichte der Burg Elz ist auch, dass sie den Erbfolgekrieg schadlos überstand. Das ist dem Geschick eines Mannes aus der verzweigten Sippe derer von Elz zu verdanken, der als Offizier in der französischen Armee diente. Er konnte erreichen, dass sein Stammsitz vom Zerstörungsbefehl des Sonnenkönigs ausgenommen wurde, dem ansonsten fast alle Befestigungen dieser Region zum Opfer fielen. Hunger, Durst, die Speisekarte ist wieder umwerfend. Annette! Es geht zurück! Ja, es geht zurück. Aber es geht wieder bergauf. Im Tal des Elsbaches ragt die markante Burg Pyrmont als weithin sichtbares Zeichen mittelalterlicher Adelsmacht in die Höhe. Die Burg, die im Französischen Krieg zerstört wurde, ist jetzt wieder aufgebaut. Allerdings nur am Wochenende geöffnet. Wir bleiben hungrig. Wir sind mal wieder on Tour. Es geht zur Pyrmonter Mühle. Wieder bergrunter und dann wieder bergauf. Wir beschließen, die Rundwanderung abzukürzen und von hier zur Pyrmonter Wassermühle zu laufen. Das Wetter passt und wir können doch noch etwas von dem so gepriesenen Wanderweg erfahren. Ich gehe jetzt hier mit dir vorbei.
Mitten im Wald stehen wir plötzlich am Ende des Weges. Wurden die Wanderhinweise verdreht oder gar abmontiert? Wir wissen es nicht und müssen ohne die Pyrmonter Wassermühle gesehen zu haben, leider wieder umkehren. Ein beeindruckendes Beispiel des Schiefergesteins an der Mosel. Auf dem Rückweg machen wir eine Pause. Gerade haben wir es noch geschafft und der nächste Wolkenbruch holt uns ein. Unsere Wanderung geht von Alf, ein kleiner Ort von den Römern gegründet, hinauf zum Prinzenkopf und von dort in einem weiten Bogen um die Marienburg wieder zurück. Immer wieder hat man einen grandiosen Blick auf eine der unzähligen Moselschleifen und auch auf die steilen Weinhänge, die mit Hilfe einer Monorack einfacher bewirtschaftet werden können. Sollten wir je geglaubt haben, dass wir in der Marienburg eine kleine Suppe kosten können, so haben wir falsch gedacht. Es gibt nichts und der Geldbeutel bleibt zu. Das Weingut Oster kennen wir bereits von Correm. Hier in Edeker-Eller ist der Stammsitz und in den kühlen Hallen kann man gut abschwitzen. Wir sind in Prem und stehen am Eingang zum Kalmonter Klettersteig, nun eigentlich ein Weinberg. Wirklich gefährlich soll er an keiner Stelle sein. Man sollte aber trittsicher und schwindelfrei sein. Sind wir das? Wir werden es testen. Die Klosterkirche Stuben auf dem Petersberg liegt voll in unserem Blickfeld. Steile, senkrechte Leitern muss man auch mögen. Alles nicht so einfach, wenn man nicht weiß, was einem erwartet. Die Hitze ist auch nicht zu verachten. Und diese steile, runde Bucht hat ihr eigenes Klima. Man glaubt sich in den Tropen. Man hat uns erzählt, wenn man die erste Steilkurve schadlos übersteht, man in der Lage ist, den gesamten Klettersteig zu erklimmen. Trotzdem sind wir skeptisch, da in den letzten Jahren 3 erfahrene Winzer im eigenen Weinberg zu Tode stürzten. Oh, hoch, hoch! Ich schicke Klaus vor und er wird mir berichten. Da kommt er schon. Und, was meint er? Ist er sehr steil? Sehr steil. Oh. Gut. Dann machen wir ein Bild noch. Ein Bild. Blick von Edeker-Eller über den Petersberg mit der Klosterruine Stuben nach Prem. Die berühmten Steillagen des Kalmont. Leider haben wir den Klettersteig nicht geschafft. Dafür besuchen wir Edeker, ebenfalls gegründet durch die Römer. Im September 2010 wurde Edeker-Eller als schönster Ort in Rheinland-Pfalz gekürt und im Bundeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft mit einer von 8 Goldmedaillen ausgezeichnet. Dass dem so ist, erkennt man an jeder Ecke. Für uns einer der schönsten Orte an der Mosel.
Als wir dann noch einen Winzer entdecken, dessen Weinstube geöffnet hat und wir einen Wein kosten dürfen, sind wir wieder rundum zufrieden. Durch eines der kleinsten Stadttore, dem Fuchsloch, geht es von der Innenstadt hinaus an die Mosel. Dort überqueren wir die Brücke. Wir erleben die fast 200 Jahre alte Senfmühle unter der fachkundigen Führung von Senfmüller Wolfgang Steffens. So, hier wird jetzt die Lampe abgelassen. Kann man gleich hören, der Name Wir erfahren, wie nach überlieferten und eigenen Rezepturen dieser besondere Gourmet-Senf entsteht. Natürlich nehmen wir auch eine Kostprobe noch mit. Eines der weiteren Wahrzeichen von Cochem ist das Pinnerkreuz auf einen 260 Meter hohen Hügel gelegen. Der Name Pinnerkreuz geht auf einen Schafhirten namens Pin zurück, der eines seiner verirrten Tiere vor dem Absturz bewahren wollte und dabei selbst ums Leben kam. Ihm zu gedenken wurde das Kreuz errichtet. Von dem Felskopf genießen wir den fantastischen Blick aufs Pinnerkreuz und auf die Reichsburg. Von hier droben liegt uns das Städtchen im wahrsten Sinne des Wortes zu Füßen und wir schauen weit bis ins Entertal. Über eine lange Treppe steigen wir durch die verwilderten Weinanlagen wieder hinab. An vielen Trockenmauern mit Schieferplatten und den typischen Pflanzen wie Mauerpfeffer geht es dann wieder zurück. Nach dem Pinnerkreuz lassen wir uns von dem Moselgeist Mosella an geheime Orte entführen. Verzeiht, dass ich euch nicht gleich bemerkt habe, aber das hat seinen Grund. Denn heute ist mir nach Tanzen zumute. Winden wie der Wind in euren Haaren, wenn auch betagt mit vielen Jahren, doch jung auf ewig, doch leider auch ledig, bis ich mich vereine mit Vaterei. Seit einigen Tagen gehört das kleine Weinbistro zum Kapuziner zu unseren auserwählten Plätzen in Cochem. Wenn immer wir einige Minuten Zeit übrig haben, gönnen wir uns Schmalzbrot oder Oliven mit leckerem Hauswein der Marke Weingut Ring. Unser Lieblingsplatz ist die kleine Bank für zwei in der erhöhten Ecke. Hier haben wir wirklich alles im Blick und so fällt es uns schwer zu gehen. Zur heutigen Planwagenfahrt gehört auch eine Schifffahrt. Es geht flussabwärts nach Dreiskaden. Hoffentlich haben wir heute mal etwas besseres Wetter. Zum Glück regnet es nicht und wir können draußen sitzen.
Als wir Klotten mit der Burgruine passieren, haben sich am Himmel schon wieder fette Regenwolken versammelt. Aber es bleibt alles trocken und wir können unsere Schifffahrt weiterhin genießen. Nach der Ankunft in Treis wartet bereits der Planwagen. Als wir lostuckern, ist er bis auf den letzten Platz besetzt. In der Mitte werden die Flaschen und Gläser in runde Löcher gesteckt und so rutschen die Getränke auch nicht weg, sollten wir uns mal so schnell in einer Kurve bergauf quälen. Eine Fernsehsendung hatte uns jüngst inspiriert, einen Ausflug anderer Art zu buchen. Mit dem Planwagen geht es kreuz und quer durch die Weinberge und man bekommt über den dort angebauten Wein Interessantes erklärt. Also der Abschied von dem normalen Leben. Nach einer ausgiebigen Fahrt und dem hauseigenen Wein geht es wieder zurück zum Weingut. Die Familie hat Spießbraten gekocht und dazu wird hauseigener Kartoffelsalat gereicht. Und der Wein fehlt auch nicht. Für Nachschlag ist genug vorhanden. Am späten Nachmittag geht es wieder zurück und wir treffen uns abends mit dem Nachtwächter Josef. Hinter dem Kirchturm ist jetzt das Kapuzinerkloster zu sehen. Ja, im Übrigen, beim Nachtwächter sagt man du, ich bin der Josef. Und immer wenn eine Frage ist, eine der neueren Errungenschaften ist eine Mosaikwand, die die Geschichte Korems von Anfang an darstellt. Von den Römern über die wechselvolle Historie im Mittelalter sowie die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Aber auch die unzähligen Moselhochwasser kommen nicht zu kurz. Wir nennen uns ja heute noch die Moselbank. Weiter geht's zur alten Torschenke. An vielen Gebäuden Korems sind Hochwassermarken angebracht. Im Hochwasser von 1781 muss wohl halb Korem untergegangen sein. Das Fuchsloch stand mehrere Meter unter Wasser. Kaum vorstellbar. Haben wir noch nicht so richtig abgehandelt. Hier kann man sich besser Am Ende unseres Rundgangs stehen wir wieder am Stüffje, eines der ältesten Häuser von Korem. Unsere Erkenntnis, 2 Stunden mit Josef können ganz schön hungrig machen. Zum Abschied bestellen wir die heutige Vorspeise. Tomatenchalet mit Ziegenkäse, Giorgia-Beete und Kalamata-Olive. Dazu natürlich Steillagenriesling. Danach werden wir den Koffer packen und uns fragen, wohin die 7 Tage wohl verschwunden sind. Auf der Fahrt nach Trier gibt es einen Zwischenstopp in Bernkastel. Der mittelalterliche Marktplatz ist eine der Hauptattraktionen der Moselstadt. Die jahrhundertealten Fachwerkhäuser, das Renaissance-Rathaus, der anmutige St. Michaelsbrunnen und das viel bewunderte und fotografierte Spitzhaus sind ein Spiegelbild lebendiger Poesie des Mittelalters. Leute können laut Stadtführer im Spitzhaus Platz nehmen und schungeln, ohne dass dieses umfällt. Kein anderes Motiv kann es mit dem aus dem 16. Jahrhundert stammenden Spitzhäuschens aufnehmen. Thank you.
Das Gebäude des alten Klosterhofes ist sehr betagt und die Balken, wie es ausschaut, biegen sich bereits nach außen. In Schmidts Weinladen wollen wir einen Doktorberg probieren. Aber dies ist nirgendwo machbar, da man den Wein nur ungeöffnet verkauft, getreu dem Motto: Eile mit Weile, die Sage tut kund. Hier wird ein Kurfürst am Weine gesund. Früher hieß er Rauschepütz und lieferte den Bewohnern Trink- und Brauchwasser. Der Rauschepütz mit Bär wurde vor einigen Jahren renoviert und nennt sich jetzt Bärenpütz. Am Karlsbader Platz, der Partnerschaftsbrunnen, ein Geschenk von Karlsbad, symbolisiert das ewige Leben, den Tag und die Nacht. Dem weltberühmten Weinberg Bernkasteller Doktor teilen sich mehrere Weingüter. Blick von einer Anhöhe auf die Römerstadt Trier. Für die nächsten Tage residieren wir im Romantikhotel zur Glocke, eine gute Wahl. Mit dem Bus fahren wir bis zu den Kaiserthermen. Im Übrigen, das Thermometer zeigt heute Rekorde an. In den Kaiserthermen. Der Bäderpalast wurde um 300 unter Kaiser Konstantin I. begonnen, aber nie fertiggestellt. Im Mittelalter waren die Kaiserthermen Eckbastion für die Stadtbefestigung. Heute stehen nur noch Ruinenmauern, sehenswert sind aber auch die unterirdischen Bedienungsgänge und Kanäle, die Mitte des 20. Jahrhunderts wieder ausgegraben wurden. In einer der nie betriebenen unterirdischen Bedienungsgänge mit diversen Lichtschächten, aber prima zum Abschwitzen in der großen Hitze. Die Kaiserthermen waren nie die größten in Trier, sondern die noch viel älteren Barbara-Thermen. Die Wände der unterirdischen Gänge wurden nie zerstört. Das, was wir hier sehen, ist tatsächlich 1700 Jahre alt. Im Herzen der Stadt trifft man auf eine krönende Kostbarkeit, den Palastgarten. Barocke Gartenkunst umrahmt von erlesenen Zeugnissen der Kunst und Geschichte. Der Palastgarten beginnt gleich hinter den Kaiserthermen. Das Renaissanceschloss aus dem 17. Jahrhundert ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Roma Secunda, das zweite Rom, wurde Trier genannt, weil es die Hauptstadt des römischen Westreiches war. Und nirgendwo sonst in Deutschland wird die Römerzeit so lebendig wie in der einstigen Kaiserresidenz. Um 311 unter Kaiser Konstantin errichtet, beeindruckt der Hallenbau noch heute durch die riesigen Maße seines Innenraumes. Die Palastaula diente als kaiserlicher Thronsaal, war im Inneren Marmor verkleidet und außen mit farbigem Putz sowie mit Galerien geschmückt. Im Zweiten Weltkrieg sehr zerstört, wurde es dann wieder aufgebaut. Eine Reihe sehenswerter Fachwerkhäuser von Anfang des 17. Jahrhunderts münden in den Hauptmarkt, das städtische Zentrum Triers, mit dem Marktkreuz aus dem Jahre 1000.
Das Dreikönigenhaus, ein spätromanisches Wohnhaus, dessen Eingang aus Sicherheitsgründen ursprünglich im Obergeschoss lag. Rein zufällig entdecken wir ein gemütliches Weinlokal. An die 100 lokale Weine kann man probieren. Passiert man ein 200 Jahre altes Weingutstor, sitzt man in einem kühlen Hinterhof. Und hier bekommen wir auch eine Weinprobe vom berühmten Dr. Berg, dem wohl teuersten Agrargelände Europas. Also, was essen wir? Natürlich ein lecker Schmalzbrot. Ein Geheimtipp soll laut Reiseführer das Mondo del Café sein. Wir probieren zwei milde Sorten und nehmen je 2 Pfund mit. Preis 32 Euro, machte uns echt sprachlos. Die älteste Brücke Triers aus dem 2. Jahrhundert. Original sind noch die Pfeiler aus Gussmauerwerk. Zurlauben. So nennt sich ein altes Fischerviertel an der Mosel wegen seiner vielen bewachsenen Lauben. Heute beherbergt es zahlreiche Restaurants und ist abends ein absoluter Treffpunkt. Vom Hauptmarkt geht es weiter zur Doppelkirchenanlage Dom St. Peter und Liebfrauen. Die Anlage ist ein Ergebnis von Bauepochen seit der römischen Zeit, als hier ein Kaiserpalast stand, dem dann eine frühchristliche Doppelkirche folgte. Die heutige Dombaugestalt geht auf das 10. Jahrhundert zurück. Die Liebfrauenkirche in Trier befindet sich unmittelbar neben dem Trierer Dom im Zentrum der Stadt. Sie gilt zusammen mit der Elisabethkirche in Marburg als älteste gotische Kirche in Deutschland und als bedeutendster und frühester gotischer Zentralbau des Landes. Seit 1986 ist die Liebfrauenkirche Teil des UNESCO-Welterbes Römische Baudenkmäler Dom und Liebfrauenkirche in Trier. Im Kreuzgang der Liebfrauenkirche und gleich rechts daneben der Trierer Dom. Die Weinstube Kesselstadt befindet sich gleich gegenüber Dom und Liebfrauenkirche. Hinter der Abbildung eines alten römischen Schiffes geht es hinein in die Weinstube. An den Wänden sieht man das aktuelle Angebot an Speisen und Weinen. Wandhohe Flaschenregale aus alten Fässern zieren die Weinstube und machen dies zusammen mit dem Garten zu einem gemütlichen Ort. Die Porta Nigra, das Wahrzeichen Triers aus dem 2. Jahrhundert mit Teilen der ehemaligen Simeonkirche, ist die größte noch erhaltene Torburg aus römischer Zeit. Seinen Namen, Schwarzes Tor, erhielt der mächtige Wehrbau, der vor germanischen Angriffen aus dem Norden schützen sollte, erst in nachrömischer Zeit, als die einst hellen Sandsteinblöcke verwitterten. Die Römer hatten das Tor und Stadtmauer zunächst nicht als Ausdruck einer akuten Bedrohung gebaut, sondern um die herausragende Bedeutung Triers zu betonen. Urbs opulentissima, eine sehr reiche Stadt. Französische Revolutionstruppen begannen im 18. Jahrhundert mit der systematischen Verwertung des Materials, dem erst Napoleon Einhalt gebot. Die imperiale Größe vor Augen ließ er unantike Zutaten abtragen.
was wiederum die preußische Regierung nach 1815 stoppte. Wir erleben die Podanica seither in einem Zustand, der die großartigen Proportionen und die Jahresringe einer altehrwürdigen Diva offenblickt. Auf nach Saarburg. Blickfang ist die Ruine Saarburg, die auf einem bewaldeten Bergkegel hoch über den Städtchen liegt. Das idyllische Kleinstädtchen Saarburg, 15 Kilometer südwestlich von Trier gelegen, ist Mittelpunkt einer romantischen Fluss- und Weinbergslandschaft. Wir quälen uns in fürchterlicher Hitze zur Burgruine hinauf, um von oben einen Rundumblick auf Saarburg zu erhaschen. Sollten wir geglaubt haben, oben eine offene Restauration vorzufinden? Falsch gedacht. Es gibt nichts zu trinken und leider haben wir das Wasser auch noch im Auto vergessen. Wieder unten angelangt, geht es hinauf zur Oberstadt. Entlang der Leuk hört man schon aus einiger Entfernung das Tosen des Wasserfalls. Von einer kleinen Eisenbrücke aus kann man das imposante Schauspiel der Wassermassen erleben, die 17 Meter über die Felskaskaden in die Tiefe stürzen. Ursprünglich floss die Leuk durch einen anderen Stadtteil, also um die Stadt herum, und speiste dort Fischteiche und die Burggräben der Saarburg. Im 13. Jahrhundert bettete man den Bach kurzerhand um, damit genügend Löschwasser in der Stadt vorhanden war. Gleichzeitig baute man die Mühlen im Talkessel am Fuße des Wasserfalls. Mit Hilfe der Wasserkraft wurden die Wasserräder der Stadtmühlen betrieben. Heute ein Museum, das besichtigt werden kann. Die heute noch intakten Mühlen stammen aus dem späten 17. Jahrhundert. Durch enge, verwinkelte Gassen geht es in die Unterstadt zurück zur Saar. Würzburgs Nilgans hat zwei Junge, die Saarburger stolze 10 Nachkommen. Das war's. Zurück in Trier und es heißt wieder mal Koffer packen. Es geht morgen nach Hause. Entweder wir fahren Richtung Norden über Koblenz zurück oder wir wählen den kürzesten Weg quer durch Deutschland. Wir müssen über den Rhein und dann ist es auch nicht mehr weit bis nach Rüdesheim. Das ist der Eingang zur Drosselgasse in Rüdesheim natürlich. Das muss noch Deutschland sein.